Es fehlt bei einer solchen Beurteilung das Gespür dafür, was wir ihnen würden. Und wir sind Zeugen dafür. Das hat den Lebenslauf, den das Evangelium bietet, den Schreiben der Lebensgeschichte Christi, am Ende ein juristischer Akt fort, der abgehoben ist. Und der dort dennoch eine große Kontinuität, einen großen Zusammenhang bietet zu allem, was wir vorher im Evangelium hatten. Setzt Jesus seinen Nachfolger. Ein juristischer Akt. Und zugleich bleibt ihm nicht erspart, eine geradezu peinliche Befragung um die Anwendung, welche Todes erstellt. Es ist der Sklavenlord, den Jesus selber erwähnt hat, mit gebundenen Händen zu einer ewigen Schriftstelle geführt, die sich immer freiwillig ausdrückt. Der auferstandene Christus sehr viel von Angehörigkeit, liegt sehr viel von Hingabe, liegt
Müssen wir
Du weißt doch, dass ich immer große Schuhe